Hallo und willkommen bei Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und wir spielen heute mal das erste Level von, oder eines der ersten Level von Darkwing Duck an. Hierfür sind wir erstmal noch im Startbildschirm und sollen Start drücken. Und es kommt zunächst einmal eine Einleitung, worum es überhaupt geht. Denn wir brauchen deine Hilfe. Wir ist Shush und St. Erpsburg leidet unter einer mysteriösen Welle von Verbrechen, die das Werk der Verbrecherorganisation mit dem Namen Foul ist, also wie immer. Und ich darf dem Ganzen ein Ende setzen. Quack wird mich mit den Einzelheiten zu den Missionen versorgen. Ausgerechnet. Genau, ein Goldbarren, Juwelen sollen wir aufsammeln. Naja, gibt Punkte. Und hier haben wir Quack, der uns fragt, wo es hingehen soll, und drei SOS-Stellen, die wir uns aussuchen können. Das ist also so ein bisschen wie der Endgegner-Auswahlbildschirm bei Mega Man. Nur mit dem Unterschied, wir sehen hier noch nicht, welcher Endgegner das ist. Wenn wir es gespielt haben, wissen wir es natürlich. Jetzt erstmal für den Anfang eigentlich noch nicht. Und ich denke mal, ich fange einfach mal hier links auf der Brücke an. Cracker Jack und seine Volksleute blockieren den Bau der neuen Brücke. Du sollst den lieber aufhalten. Jo. Gut, wir können uns jetzt noch die anderen angucken, aber machen wir einfach mal. Jeder Levelstart beginnt natürlich damit, dass ich nochmal sage, wer ich bin. Und die Zeit läuft nicht, das heißt, wir können uns hier viel Zeit lassen und haben einen recht schönen Hintergrund hier bei der Brücke. Schießen konnten wir, andere Gassorten haben wir noch nicht und ansonsten können wir noch ducken, blocken und uns an Träger oder an solche Plattformen dranhängen. Das wäre auch ein großer Unterschied zu Mega Man, das kann er halt nicht. Nicht blocken geht er auch nicht, dafür kann Darkwing nicht rutschen. Da kriegen wir schon die erste Gassorte. Und da haben wir einen Gegner. Es wird übrigens so sein, dass ich die meiste Zeit hier rumspringen und rumschießen werde. Aus dem einfachen Grund, es gibt es gibt hier verschiedene Bonus-Up-Level, die dadurch sichtbar werden, dass man an eine Stelle schießt und da erscheint dann so ein Warp-Portal und da kann man in einem Bonus-Level. Ja, und die findet man leider nur durch draufschießen. Deshalb werde ich hier ein paar Mal sinnlos durch die Gegend ballern müssen. Weil ich weiß nämlich auch nicht mehr ganz genau, wo die sind. Die Gegner sind bisher noch nicht so... Oh, da unten ist eine Schildkröte. Eine Turbo-Schildkröte. Sind bisher noch nicht so gefährlich. Beziehungsweise... Erstmal laufen sie nur und schießen nicht auf uns. Und Besonderheit in diesem Level ist, dass wir hier ab und zu immer diese Schalter haben, wo wir Stahlträger mit runterfallen lassen können. Und da können wir dann drauf springen. Ich glaube, hier bot sich das an, abzustürzen. Ja, das kommt davon, wenn man aus Versehen den Schalter nach unten drückt. Also nochmal. Ja, an die Haken können wir uns halt auch dranhängen und wenn man dummerweise dann nach unten drückt, dann fällt man leider runter. Weil das eigentlich auch einfacher ist, als es aussieht. Die Haken haben alle relativ gleichmäßigen Abstand. Ah, und da ist schon einer von den Bonus-Leveln. Ich meine, es werden pro Level 2 versteckt. Und was dahinter kommt, ist immer zufällig. Ja, tut mir leid, dass ich störe. Ja, wieso? Ich bin noch eingesprungen. Die Schatzkammer von St. Erpelsburg. Ja, dann, Container aussprengen. Okay. Und die Zeit. Jetzt ist auch die Zeit begrenzt. Ah ja, das ist... Hier geht es so um Punkte holen. Irgendwo ist auch ein Leben drin, deshalb werde ich jetzt nicht hinterher springen. Gaskartuschen. Noch mehr Punkte. Verpasst, verpasst. Manchmal ist auch kein Leben drin. So wie jetzt. Naja, dann halt nicht. Dann haben wir das nur so verloren. Ja, Donnerglas, 21 Vorrat haben wir dafür und 3 Leben. Ja, das sollte noch reichen.
intelligent. Ach ja, ganz vergessen. Links oben in der Ecke diese Herzanzeige. Wir können viermal getroffen werden, bevor wir ein Leben verlieren. Das hat den Gestützen vorher in den Nachtgrund. Die meisten, also ich glaube ich auch keine Gegner, die mehr als einen Schaden machen. So, und jetzt müssen wir langsam mal die Brücke hoch. Auch wenn ich mit dem Hintergrund die Lichter von den von der Flugdachbeleuchtung von dem Haus leuchten auch. Also da hat man sich doch echt viel Mühe gegeben. Musik ist auch gut, also rein von der Stimmung her ist der erste Level gleich sehr Darkwing Duck typisch. Ja, wo wir eben schon Haken hatten, muss das jetzt natürlich kommen. Die Hakenpassage ohne Boden. Das war jetzt mal das Blitzgas, das schießt so 45 Grad Pfeile. Oh. Ach ja, ich will nur doch etwas Wasserübung. Ich kann es diesmal auch nicht auf den Controller schieben, weil der ist extra neu. Beziehungsweise... Da war ja bei der letzten Turtles 2 Aufnahme mein guter alter Logitech-Controller abgeraucht, beziehungsweise der Steuerkreuz hakte. Und daher bin ich jetzt einmal auf einen Xbox-Controller umgestiegen. Wo das hoffentlich nicht so leicht passiert. Oder wenn, dann hat er der ist auch neu, das heißt, der hat zumindest noch ein paar Stunden, bevor das vielleicht auch einsetzt. So. Da konnten wir das Donnergas jetzt sogar mal benutzen. So. Nächster Versuch. Oh, den haben wir fast vergessen. Diesmal schauen wir mal, dass wir die Fledermäuse erwischen, bevor sie losfliegen. Wieder nicht geschafft. Egal, aber diesmal am Haken geblieben. Moment, ich will da unten lang. So, hier haben wir jetzt noch eine Passage. Das locken wir mal bisher noch gar nicht gebraucht, fällt mir gerade ein. Wo wir uns auch etwas entlang hangeln müssen. Sieht kompliziert aus, ist es aber gar nicht. Aber die Musik wird in Mitleidenschaft gezogen von dem Fahrgeräusch. Irgendwo war doch hier jetzt wieder ein... Ah, ich habe wieder lange nicht umgeschossen, um ein Los zu finden. Wahrscheinlich haben wir schon wieder eins übersehen. Schade. Wann war das hier? Nee, ich glaube, das haben wir übersehen. Nun ja, dann halt nicht. Ah, hier können wir das Cape einsetzen. Also ich mache das jetzt immer so, dass ich den einmal beschieße, bevor er wirft. Dann kriegt man zwei Treffer hin. Und hier haben wir wieder Gas-Sonderzubehör, das schwere Gas. Das testen wir auch gerade einmal, das ist sehr praktisch hinterher. Das fällt einfach nur runter und schießt dann in beide Richtungen. Ja, das hilft hier noch nicht. Aber beim Endgegner können wir das sehr gut gebrauchen. Bonuslevel versteckt waren, deshalb kann es sein, dass ich den einen oder anderen übersehe. Ich glaube, so spät hier hinten kam keiner mehr. Hier können wir gerade nochmal Leben auftanken. Und dann haben wir noch einen Gegner. Und dann geht es auch so Disney-typisch, wie das schon von Chip and Chap, oder wie das bei Chip and Chap auch war. Einfach zum Endgegner durch eine Wand. So. Da verließen die Grafiker sie dann, weil hier ist einfach nur ab durch das Loch. Jo, dann schauen wir uns den mal an.
Das ist jetzt Cracker Jack, der unten rumläuft. Oben hat er irgendwie eine Banane, die Bananen wirft. Und gut, wir haben kein Zeitlimit, das heißt, das können wir jetzt ewig machen hier. Und der kommt auch gar nicht hoch. Der kommt, der rennt jetzt nur unten rum. Ist er denn? Wir springen zu ihm runter, dann haut er ab. Das heißt, wir haben nur eine sehr kurze Zeitspanne, in der wir ihn treffen können. Oder aber, wir nehmen einfach das schwere Gas, hängen uns nur kurz runter und schießen dann. Und auf diese Art und Weise wird der Endgegner, der eh schon leicht ist, jetzt geradezu lächerlich leicht. Also die Bananen kommen gar nicht so häufig. Also die kommen nur dann, wenn man stehen bleibt. Also, war das mal wirklich eine sehr leichte Aufgabe. Schauen wir uns noch den Score-Bildschirm an. Aufgabe bestanden, natürlich. Ja, und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin!